Mein Name ist Frank Kirchner, ich bin Betriebsratsvorsitzender Linde Material Handling Rhein-Ruhr. Im Projekt Arbeit 2020 waren wir noch bekannt als Schrader Industriefahrzeuge und ich möchte mal einen kurzen Bericht abgeben zu dem Projekt Arbeit 2020. Wir mussten uns im Projekt, also das Projekt an sich, erkämpfen. Unsere Geschäftsführung, als wir das vorgestellt haben, war da nicht von begeistert, dass wir daran teilnehmen. Wir haben aber mit unserem Anwalt gesprochen und haben auch unsere Geschäftsführung gesagt, nein, wir wollen an dem Projekt teilnehmen und haben das eben dann auch durchgesetzt. Einer der schönsten Momente in diesem Projekt war für mich die Befragung unserer betrieblichen Experten. Wir haben wirklich in allen Abteilungen, ob vom kleinen Postzusteller bis zur Führungskraft mit unseren betrieblichen Experten gesprochen. Die haben alle mitgemacht dabei. Natürlich gab es auch welche, die gesagt haben, nee, ich möchte das nicht. Aber die meisten waren wirklich dem Projekt positiv gegenüber. Und wenn ich mir das heute angucke, die Ergebnisse aus diesen Befragungen, wie wir in 2016 schon die Zukunft für 2020 vorausgesehen haben, ist unglaublich, was wir da erreicht haben. Ich kann nur sagen, wir haben es leider nicht geschafft, eine Zukunftsvereinbarung mit unserer Geschäftsführung abzuschließen. Aber ich kann mich immer noch an den Blick erinnern unseres Geschäftsführers, als wir dann die Ergebnisse aus dem Projekt vorgestellt haben, wie er diesen Raum betreten hat und hat gesagt, wow, so arbeitet ein Betriebsrat. Das war für mich ein unglaubliches Erlebnis und das hat auch unsere Betriebsratsarbeit auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Am Ende muss ich sagen, hat es viel gebracht. Wir haben erkannt, dass wir unsere Servicetechniker schulen müssen, unsere Mitarbeiter schulen müssen. Wir haben eine Niederlassung umgebaut zu einem Schulungszentrum, das heute sehr gut funktioniert, das auch von anderen Linde-Händlern genutzt wird, wo wir immer noch dran arbeiten. In Corona arbeiten wir natürlich jetzt stark daran, dass wir solche Sachen auch online anbieten können. Das war einfach unglaublich. Und am Ende möchte ich mich einfach nochmal bei allen bedanken, bei den Gewerkschaften, bei der IG Metall, bei unserer Regierung, die das ermöglicht hat, in so einem Projekt zu arbeiten. Schade finde ich, dass es einfach nicht mehr weitergeht mit dem Projekt. Für uns Betriebsräte, gerade für die kleineren Betriebsräte, sind solche Projekte unglaublich gewinnbringend. Und da würde ich schon gucken, auch die Regierung nochmal dazu anhalten, dass wir solche Projekte einfach mit den Gewerkschaften weiterführen, weil man Unglaubliches erreichen kann damit.